Diese hübsche junge Dame ist die 16-jährige Cecilia Gallarani, eine Mailänder Dichterin, berühmt für ihre Schönheit, ihren Witz und vor allem ihre Intelligenz. Sie ist ganz nach der Mode der Zeit gekleidet. Der Hermelin, den sie auf dem Arm trägt, wird oft als Symbol für ihren Liebhaber, aber auch als Anspielung auf die griechische Form ihres Nachnamens Gallet, der ebenfalls Hermelin bedeutet, verstanden. Sein weißes Fell wurde in der Renaissance mit Reinheit und Mäßigung assoziiert. Wichtige Tugenden für eine Frau, so die Meinung der Zeit. Der wache Blick Cecilias, die dynamische Pose der aufmerksamen Beobachterin machen dieses Porträt besonders wirkungsvoll. Ihr nach links gedrehter Kopf suggeriert, dass sie gerade auf jemanden aufmerksam geworden ist. Trotz der Ablenkung behält Cecilia indes ihre ruhige und würdevolle Pose. Ihr Blick ist fokussiert, unbeirrt, selbstbewusst und standhaft, während ihre Haltung dynamisch, aber beherrscht wirkt. Da Vinci überwindet hier die überkommenen Profilregeln der Malerei und schafft so das erste moderne Porträt.